Willkommen zur ersten Folge von Meme-Jäger, dem Format, bei dem wir die größten Memes in Los Santos finden. Heute in der Episode ein Chicken Nugget mit dem Gesicht eines Roblox-Charakters, der einen komischen Song mit dem Titel Gegagedigedagedago singt. Ein sehr merkwürdiges Meme, das aber in kürzester Zeit Millionen von Aufrufen erreicht hat. Gerüchten zufolge soll man Gegagedigedagedago in einem McDonald's finden, wenn man sich ein Happy Meal besorgt. Doch ob an diesem Meme auch was Gefährliches dran ist, erfahren Sie in dieser Episode. Yo, Leute! Was geht? Freunde, heute befinden wir uns nämlich vor einem McDonald's wieder mal in GTA 5 am Strand. Und Leute, es gibt nämlich etwas brandneues. Und zwar gibt es nämlich das Gerücht, es gibt Happy Meals wieder in McDonald's in Los Santos. Und in diesen Happy Meals soll angeblich sich eine Art Figur befinden. Es soll ein Chicken Nugget sein mit einem Gesicht eines Roblox-Charakters. Und er soll den Namen Gegagedigedagedago haben. Ja Leute, ich habe ihn wirklich richtig ausgesprochen. Er heißt wirklich Gegagedigedagedago. Die Gedanke da go. Ist bescheuerter, kann es nicht mehr werden. Aber den gibt es jetzt in Los Santos und och nee, was ist das für eine lange Schlange? Wie lange muss ich mich denn anstellen, um dort einen Happy Meal zu bekommen? Hey, sorry, ich muss mal eben hier durch. Hey, Mann, was fällt dir ein, Alter? Stell dich gefälligst an die Schlange an. Sorry, Sir, ich muss nur ganz dringend auf die Toilette. Ich bin gleich zurück. Ich gehe einfach mal ganz kurz auf die Toilette. Leute, wir müssen uns nämlich einen geheimen Plan überlegen. Wir müssen irgendwie an dieses Happy Meal kommen, denn es soll irgendwie tanzen. Das soll ein super lustiges Spielzeug sein. Es soll dann auch eine Art Meme sein. Und ich will wissen, was es mit diesem komischen tanzenden und singenden Nugget auf sich hat. Ah, aber gut, wenn wir hier schon sind, dann können wir eigentlich auf Toilette gehen, oder? Was meinst du, Franklin? Oh, okay. Ey, du machst daneben, Mann. Alter, Franklin, du machst daneben. Oh, nein. Nein, Bro. Nein. Franklin, du hast einfach verfehlt. Wie kann man denn bitte... Also, ich verstehe es, wenn man klein muss, aber wenn man groß muss, wie kann man da bitte daneben machen? Oh, na gut, alles klar. Immerhin war ich ja ganz erfolgreich. Dann stellen wir uns mal hier an der Schlange an und warten einfach mal. Oh Mann, Leute, ich stehe so lange an der Schlange. Was werden wir uns gleich gönnen für ein Happy Meal? Die haben ja auch noch andere Angebote. Ich glaube, ich nehme Happy Meal und vielleicht noch so einen Burger so zu mitnehmen. Ich habe eine schlechte Nachricht an euch alle. Leute, wir haben viel zu viele von diesen Happy Meals verkauft und mit diesem Ansturm gar nicht gerechnet. Wir haben leider keine Gegagedigedagedago Happy Meals mehr. Oh nein, wie kann das nicht sein? Ich stehe schon seit zwei Tagen hier. Das kann doch nicht wirklich sein. Ja, genau, Franklin. Ich sag's auch. Wie können denn diese Happy Meals jetzt schon ausverkauft sein? Ich habe noch gar keinen Gegagedigedagedago Happy Meal bekommen. Und wer denkt sich so einen bescheuerten Namen aus? Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das ist nämlich dieser Song, Freunde. Yep, genau der ist es. Warte mal kurz. Leute, seht ihr das dort im Hintergrund? Da ist doch noch ein Happy Meal. Warte mal kurz. Was ist, wenn wir es schaffen können, ihm dieses Happy Meal zu klauen? Okay, es gibt doch diesen Hintereingang. Ah, ich rieche meine Chance. Ich rieche meine Chance, das noch zu kriegen. Boah, guckt euch auch an, wie krass voll der Parkplatz ist. Also der Ansturm war größer denn je. Einen größeren Ansturm gab es, glaube ich, noch nie seit dem Grimace Shake. Okay, ich stelle mich mal davor. Hey, machen Sie auf, Kollege. Warte, die Tür ist offen. Hey, was machen Sie dort? Hey, was machen Sie wohl, würde ich eher fragen. Hier ist nur Zutritt für Mitarbeiter. Was wollen Sie? Ach komm, tun Sie doch nicht so scheinheilig. Da ist das letzte Happy Meal, das in diesem Laden ist. Und soweit ich weiß, dürfen Mitarbeiter bei so einem geringen Bestand sich keine Happy Meals mitnehmen. Soll ich das etwa Ihrem Chef sagen? Du, sag mal, was sein mein Chef mir sagt, ist mir völlig egal. Aber wir könnten einen kleinen Deal arrangieren. Du bekommst dieses Gegagedigedagedogo Happy Meal. Aber dafür möchte ich 1000 Likes auf mein Profil haben. Und $100. Was? 1000 Likes? Warte mal kurz. Wenn ihr das Video liked, können wir ihm automatisch einen Like geben. Freunde, liked jetzt alle mal das Video. Wir brauchen dieses Gegagedigedagedogo Happy Meal. Und ja, Leute, ich werde dieses Wort so oft sagen. Also, lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da und ich werde $100 an diesen Typen jetzt überweisen. In 3, 2, 1.
1 und jetzt ein Like da lassen. Okay, und $100 habe ich ihm überwiesen. Ich bin sogar ziemlich reich. Ich hätte ihm auch $1000 geben können. So, dann gehört dieses Happy Meal wohl jetzt mir, oder? Ja, von mir aus. Hier hast du dein Happy Meal. Viel Spaß damit. Keine Umtauschgarantie übrigens. Okay, nice, Leute. Dann haben wir das Happy Meal und ich würde sagen, bringen wir es nach Hause. Wir öffnen es nämlich zu Hause, denn ich glaube, wenn wir das Ding jetzt aufmachen und dann plötzlich Gegagedigedagdogo aus diesem Happy Meal ziehen, dann werden die Leute richtig ausrasten. Weil es besteht nur eine echt geringe Chance, dass man ihn zieht, wenn man diese Box öffnet. Also gut, rein geht's in den Audi und fahren wir mal nach Hause und öffnen das Happy Meal. Okay, meine Damen und Herren, da haben wir es, Freunde. Das Gegagedigedagdago Happy Meal. Könnt ihr dieses Wort richtig schreiben in den Kommentaren ohne einen Rechtschreibfehler und schaut nicht auf den Titel des Videos. Okay, es wird Zeit. Ich bin gespannt, ob wir ihn ziehen. Also, öffnen wir die Box in 3, 2, 1. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was ist denn das für ein Scam? Scam! Ich wurde reingelegt. Ich wurde einfach komplett reingelegt. Es war eine leere Box. Da war nichts drin. Wo ist mein Riesennugget? Wo ist mein tanzender Riesennugget, wollte ich wissen. Ich bin sauer. Und deswegen hat er gesagt, keine Umtauschgarantie. Leute, ich werde den Typen jetzt zur Rede stellen. Wir fahren jetzt umgehend zurück zu McDonald's und werden uns erstmal richtig beschweren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, liebes McDonald's-Team, mir reicht's jetzt komplett. So, okay, ihr bringt mir jetzt sofort dieses Happy Meal. Auf der Stelle, sage ich euch. Okay, Leute, lasst mich... Hä? Was ist denn... Hey, die Tür ist abgeschlossen. Sie haben geschlossen. Nein, das kann nicht sein. Deswegen ist es so leer. Die haben einfach den Laden geschlossen. Oh Mann, ich versuche hier einzubrechen. Na los, lasst mich rein. Let me in, lasst mich rein. Hallo, ich will mich beschweren. Ich wurde gescammt. Mann, das gibt's ja nicht. Warte mal, gibt es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man in diesen Laden reinkommen kann? Vielleicht über die Hintertür. Oder über das Fenster. Das Fenster ist offen. Meint ihr, ich kann da reinklettern? Ich probiere es mal. Ja, yes. Leute, die haben vergessen, das Fenster abzuschließen. Jetzt suchen wir nach diesem geheimen Gigagedigedagdago-Chicken-Nugget. Wo ist er denn? Okay, wir sehen hier einige Hamburger auf dem Grill. Und da... Oh, ich dachte, das wäre er. Der sah halt kurz wie ein Nugget aus von hier, aber es sind leider Pommes. Wo sind denn die Nuggets? Wo sind die Nuggets? Ah, die Regale sind alle leer. Da standen sie, glaube ich, alle, die Spielzeuge. Ich will diesen tanzenden Chicken Nuggets sehen. Hä? Hört ihr? Hört ihr die Musik? Die kommt von hier. Die kommt von einem anderen Raum. Jetzt ist sie weg. Warte mal. Das war hier drinnen. Das war bestimmt bei den Toiletten. Ich hab's gehört. Habt ihr es gerade gehört? Ich hab's sowas von gehört. Okay, dann gehen wir rein. Schauen mal nach. Ist der hier? Hallo? Er ist nicht hier. Bestimmt ist er da drin. Hä? Das kann nicht sein. Und by the way, sie haben sauber gemacht. Sie haben die Toiletten geputzt. Also allein dafür schon mal ein Ehrenlike für die Nachtschicht. Ich höre die Musik schon wieder, aber sie kommt jetzt aus dem anderen Raum. Das ist diese Musik. Moment. Hallo? Ist sie wieder weg? Wo ist die hin? Ich schau mal, irgendwo kam das doch gerade her, Leute. Wo kam die... Oh, oh, oh. Seht ihr das? Was ist denn das? Hey, seht ihr das? Oh, es ist ein riesiger Chicken Nugget. Aber ist er das wirklich? Hey, Gigagedigedagdago, bist du das? Dreh dich mal um. Ich will dein Gesicht sehen. Ist er das wirklich? Ich weiß nicht, ob er das sein kann. Scheint nicht so, als würde er sich umdrehen, oder? Warte mal kurz, ich beobachte ihn aus nächster Nähe. Hallo, bist du es wirklich? Ist es dieser sprechende Chicken Nugget? Ist er es? Wir warten mal, ob er sich umdreht. Hallo? Hallo? Ich rede mit dir. Yo! Ist es? Es ist Gigagedigedagdago. Ist es? Yo, ich glaube es nicht. Was macht der in GTA 5? Falls ihr, by the way, diesen Nugget nicht kennt, er ist einfach ein komisches TikTok-Meme. Also irgendwann werdet ihr es wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr durch eine ganz, ganz weirde Art bei TikTok oder bei YouTube Shorts unterwegs seid. Dann werdet ihr irgendwann dieses Meme mal gesehen haben. Yo, okay. Er tanzt einfach. Ey, Leute.
Er war eigentlich in einem Happy Meal drin, aber irgendwie ist er jetzt da. Hey, weißt du was? Komm, ich nehme dich mit nach Hause. Du scheinst ziemlich lustiges Kerlchen zu sein. Nach dem ganzen Trauma von diesem Tenge-Tenge muss ich sagen, der gefällt mir schon mal deutlich mehr. Und der sieht auch echt köstlich aus. Guckt euch mal an, wie kross der aussieht. Lecker, da könnte man einfach reinbeißen, diesen riesigen Nugget. Okay, wir bringen dich mit nach Hause, es ist schon Nacht. Eigentlich ist es ja auch kein Diebstahl, weil ich habe ja dafür bezahlt. Okay, da wären wir jetzt zu Hause angekommen. Und ja, ich habe einfach diesen riesigen Nugget mitgenommen nach Hause. Und ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wo dein Schlafplatz ist. Ich glaube, der ist irgendwo in der Fritteuse. Also ich habe leider keine Fritteuse, aber ich habe einen Backofen. Also wenn du dich da drinnen wohlfühlst, was hältst du davon? Ist der Backofen ein Schlafplatz? Okay, das hört sich auf jeden Fall danach an, weil er muss sich ja natürlich immer kross halten. Man weiß Bescheid. Alles klar, ich leg mich da mal schlafen. Man sieht sich dann am nächsten Tag, würde ich sagen. Okay, wir sehen uns morgen früh. So, Aufstehzeit, heute ist ein neuer Tag. Wir werden heute richtig viel Spaß haben, sage ich euch. Ist er hier? Hallo? Ey, da bist du ja, Kollege. Und, wie hast du geschlafen? Alles fresh? Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der aussieht. Oh, okay, alles klar. Ich habe heute geplant, dass wir ins Kino gehen. Wir gehen heute zu Mc's. Es gibt Pommes. Okay, Chicken Nuggets sollte ich jetzt lieber nicht sagen, weil sonst würde er ja seine eigenen Artgenossen aufessen. Und was sollen wir zuerst machen? Frühstück bei Mc's? Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Leute, ich komme nicht drauf klar, was... Man dreht hier komplett durch. Aber gut, dann fahren wir mal zu Mc's mit einem riesigen Chicken Nugget. Jo, und er nimmt einfach Platz bei mir. Na, und er sitzt einfach entspannt. Ich habe einen riesigen Chicken Nugget in meinem Auto. Das kann nicht jeder von sich sagen. Oh, und jetzt stellt euch mal vor, es holt sich jemand eine 20er-Packung Chicken Nuggets und malt dort mit einem Edding ein Gesicht drauf. Macht es nicht. Es sei denn, ihr wollt die Nuggets in den Müll werfen. So, da wären wir auch schon. Und was holen wir uns dieses Mal? Moment, ich habe irgendwas vergessen. Leute, die ganzen NPCs, die stehen ja immer noch Schlange. Warten sie etwa immer noch auf die Nuggets? Okay, dann... Oh nein, er fängt wieder an zu tanzen. Hey, hör mal auf zu tanzen, das hören doch alle Leute gerade. Oh nein. Hey Leute, erinnert euch noch, als wir gestern keine Chance hatten, Gegagedigedagedago zu bekommen? Er hat ihn gezogen. Er hat Gegagedigedagedago... Los auf ihn. Wir brauchen Gegagedigedagedago. Hey, 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 Leute, Leute, entspannt euch mal, Hilfe. Nein, nein, Leute, es ist alles ein Missverständnis. Bitte. Rastet doch nicht aus. Ich habe nur einen gehabt. Ihr müsst nicht... Oh, Leute, die ganzen Menschen laufen mir hinterher. Wo ist mein Chicken Nugget? Wo ist er denn? Hilfe. Oh, nein, 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 nein. Hilf mir, Leute. Wo ist er? Ich muss irgendwie entkommen. Guckt euch das mal an, wie viele Menschen. Hey, lasst mich bitte in Ruhe, okay? Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. Bitte, 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 bitte. Das war der einzige, den ich hatte. Ich habe sie nicht alle, okay? Und ich glaube, ihr habt sie auch nicht mehr alle. Hilfe, ich werde einfach von einer riesigen Horde von verrückter McDonald's-Anhänger verfolgt. Leute, ihr seid doch alle nur verrückt. Ihr lauft einem riesigen, singenden Chicken Nugget hinterher. Was ist denn hier los? Entspannt euch mal. Oh, yo. Yo, die ist gerade wirklich von dort aus rübergesprungen. Oh nein, da ist er, da ist er, da ist er. Gegangen, die Gedanken, go. Au. Oh nein, ich bin schon gestolpert. Nein, 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 lass mich. Au, au, au. Lass mich. Hilfe. Gagedigedagdago sieht so köstlich aus. Was, wenn man dort reinbeißt? Er sieht so unfassbar knusprig aus. Das muss der leckerste Chicken Nugget aller Zeiten sein. Oh, egal. Ich esse ihn einfach auf. Hä? Hey! Nein! Er hat ihn aufgegessen! Wie konntest du nur? Du hast ihn einfach aufgegessen, diesen Chicken Nugget. Der war eigentlich ein Spielzeug, der rumgetanzt hat und schöne Musik gemacht hat. Wie konntest du ihn einfach nur aufessen? Oh, diese Kraft. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Dieser Nugget muss wohl eine geheime Kraft in sich tragen. Ich spüre unfassbare Kraft. Ach ja? Und hier kriegst du unfassbar einen aufs Maul. Haha, ja. Was? Der hat's einfach überlebt? Kollege, nimm das und das und das. Ja, let's go. Nimm das, Alter. So, oh, jo, er lebt immer noch. Los, nimm das, Kollege. Und das. Haha, das hat er niemals überstanden. Jo, was?
und er flext einfach weiter. Ja, ich spüre diese unbegrenzte Kraft. Dieser Chicken Nugget hat mich unsterblich gemacht. Nichts und niemand hält mich auf. Na dann, was auch immer. Ich gehe nach Hause. Das war's mir. Es ist mir genug. Leute, irgendwie... Was war das denn für ein Schrei auf einmal? Wo kam das Geräusch denn auf einmal her? Ey, was war das denn für ein Geräusch? Ey, Leute, warum laufen die denn auf einmal weg? Ey, yo! Was ist denn mit dem passiert? Hat er nicht gerade gesagt, dass er unsterblich ist? Mackes-Mitarbeiter, was ist passiert? Oh nein. Es ist also wahr, die Legende. Was für eine Legende? Wovon redest du? Ich check das nicht. Vor 10 Sekunden war er noch putzmunter. Was ist mit diesem Nugget? Was hat es damit auf sich? Es gibt Gerüchte, dass wenn man Gegagedigedagedago aufisst, dass man dann für kurze Zeit unbegrenzte Macht erhält. Ah, und weiter? Damit diese Macht nicht ausgenutzt wird, gibt es einen zweiten Gegagedigedagedago. Und zwar den Sheriff Gegagedigedagedago. Schaffst du es dreimal hintereinander zu sagen, bekommst du ein gratis Mac-Menü. Warte mal kurz, es gibt noch einen? Und der hat den Sheriff-Hut auf, oder was? Denkt ihr, ihr verkauft mich für dumm? Es gibt also einen Sheriff, wenn man den auf isst, dann kommt der Sheriff und holt einen, oder wie? Genau. Und aus dem Grund produzieren wir keine Gegagedigedagedagos Chicken Nuggets mehr. Der Sheriff sucht sie alle. Und sollte er herausfinden, dass jemand ihn auf isst, wird er so wütend, dass er Rache an ihm ausübt. Wir reden hier über einen Chicken Nugget. Wir sollten das Ganze mal nicht so übertrieben hochstapeln, aber es ist schon was dran. Der Typ war gerade noch putzmunter, hat irgendwelche Kräfte. Es wäre schon interessant, was Leckeres zu essen, oder? Na gut, alles klar. Danke für diese schöne Geschichtsstunde. Ich muss allerdings gehen, und zwar nach Hause. Denn mir reicht's. Ich will diesen Gegagedigedagedago nicht mehr sehen. Wir fahren heim. Leute, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen müde von dem ganzen Tag. Ruft mich jemand an. Unbekannte Nummer. Das wohl sein mag. Hallo? Guten Tag. Ich habe einiges über Sie gehört. Mr. Clinton, richtig? Ja, wer redet da? Ja, genau. Ich habe gehört, dass Sie Interesse an Gegagedigedagedago haben. Dem lustigen Chicken Nugget. Ich habe noch viele weitere gefunden. Und das Beste, ich biete sie kostenlos an. Geschmacksprobe fällig. Treffen Sie mich unter der Brücke und keine Zeugen. Was? Wie? Wo hat er meine Nummer? Wer ist der überhaupt? Und es gibt noch mehr von denen? Wisst ihr was, Freunde? Wir gehen da auf jeden Fall hin. Ich will schon mal wissen, ob der lügt oder nicht. Der Tag hätte eh nicht mehr verrückter sein können. Wir gehen da mal hin und prüfen mal, ob da wirklich was dran ist an diesem Mythos. Und wenn er wirklich einen hat und mir einen kostenlosen Gegagedigedagedago anbietet. Und ja, Leute, ich glaube, wenn ich das Video... Ich habe es jetzt schon 20 Mal erwähnt. Dann könnte ich sie vielleicht dem Sheriff einfach zurückbringen. Also einen Gegagedigedagedago Chicken Nugget mit einem Sheriff-Hut. Wenn ich das erleben würde, dann fress ich einen Besen. Okay, er meinte, dass ich ihn unter der Brücke hier treffen soll. Na gut, mal schauen, ob da wirklich was dran ist. Jedenfalls sehe ich hier gar nichts. Hallo, guckt euch das euch an, wie er gelogen hat. Er ist nicht da. Hier ist einfach nichts und nie... Okay, ich habe nichts gesagt, er ist wirklich da. Aber technisch gesehen ist er gar nicht unter der Brücke. Hey, Mister, sind Sie derjenige, über den ich reden sollte? Hallo. Ah... Mr. Clinton, schön, dass ich Sie sehe. Wir sind vom McDonald's Special Force Team. Wir untersuchen einige Anomalien. Dieses Happy Meal gehört ab sofort Ihnen. Da drinnen befindet sich der letzte Gegagedigedagedago in freier Happy Meal Wildbahn, momentan bekannt. Es kann sein, dass in der McDonald's Fabrik noch weitere Gegagedigedagedagos produziert werden, allerdings haben wir den Export gestoppt, da wir die Befürchtung haben, dass Leute mit diesen Spielzeugen was anderes machen, als mit ihnen spielen. Sie essen sie. Und genau dafür haben wir einen Sicherheitsmechanismus. Allerdings ist er uns abhanden gekommen und hält sich nicht an unsere Abmachung. Wir brauchen Ihre Dienste. Essen Sie doch den Gegagedigedagedago. Testen Sie Ihre neuen Kräfte und versuchen Sie, dem Sheriff zu entkommen. Wir werden ihn einfangen. Wait. Ich soll jetzt wirklich diesen Nugget auspacken aus dem Happy Meal? Soll ihn aufessen?
Und danach soll ich mit meinen Kräften ein bisschen rumfuchteln und diesen komischen Sheriff entkommen. Ihr denkt doch wirklich nicht, dass das glaubt. Ihr denkt doch wirklich nicht, dass ich auch nur ansatzweise eure Story glaube. Ich öffne das Paket jetzt. 3, 2, 1. Ups, sorry. Falscher Knopf. 3, 2, 1. Papa, sieht mal einer an. Da ist er auch schon. Gegage, die Gedanke, da go. Okay, ich soll den jetzt also essen. Ich muss sagen, mein Magen, der knurrt so richtig. Ich hab schon Hunger. Ich meine, guckt euch mal an, wie saftig der ist. Mit diesen leckeren, knusprigen Panade. Und innen wunderschönes, leckeres Chickenfilet. Freunde, es tut mir leid, falls ich euch Hunger auf Chicken Nuggets gemacht habe. Das ist nicht der Plan dieses Videos. 10.000 Likes und ich esse im nächsten Video 20er Chicken Nuggets Box. Okay, ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen. Ich muss ihn aufessen. Und zwar so! Jo, ich hab ihn aufgegessen. Okay. Und Moment mal kurz. Was habe ich denn für Kräfte? Jo, was geht denn jetzt auf einmal ab? Hey, wow, Alter. Wie krass bin ich denn geworden? Leute, ich habe einfach neue Kräfte freigeschaltet. Wow, Alter, ist das cool. Warte mal, kann ich dieses Auto dort... Alter, bin ich stark geworden. Was für eine Macht. Und noch ein... Hä? Was? Meine Kraft ist weg. Ey, Mister... Ey, hören Sie auf, mich zu schlagen. Ich habe noch nichts getan. Ey, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur Ihre Befehle befolgt. Alles klar. Ich muss hier weg. Die Polizei kommt. Was soll ich jetzt tun? Meine Kräfte sind wieder verschwunden. Ich hatte sie nur vor ein paar Sekunden. Ich glaube, ich hätte mehr von denen essen müssen. Ah, gut. Yo, was... Wo kommt der Ton her? Und warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Was? Was ist das für ein Geräusch? Hey! Wo kommt dieses Geräusch her? Und jetzt höre ich... Was ist denn das für eine Version von Gegage Dige Dage Dago? Die habe ich so noch gar nicht gehört. Die klingt irgendwie tiefer. Hey, sag mal, was ist sie? Was ein guter Joke. Oh mein Gott. Ich raste aus. Oh nein, es ist der Gegage Dige Dage Dago und hat sich einfach einen kleinen Cowboy-Hut aufgesetzt. Oh, ist das süß. Denkst du wirklich, dass ich Angst vor dir habe? Du hast den Kodex von Gegage Dige Dage Dago gebrochen. Niemand darf gegessen werden. Als Strafe gibt es Konsequenzen. Ah, wirklich? Ich meine... Du siehst einfach genauso aus wie der andere. Der Unterschied ist nur, dass du einen Cowboy-Hut hast, der dir nicht mal steht. Ach, ich glaub dem gar nichts mehr. Ich gehe jetzt nach Hause, Leute. Was ist das für... Wo kommt das Geräusch her? Hallo? Wow, 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 wow. Was passiert hier? Hallo? What's going on, Freunde? Was geht denn hier ab? Wo kommt der... Hallo? Oh, was ist das für ein Geräusch? Ah! Ah! Hey! Hey! Au! Au! Lass mich! Lass mich! Au! Au! Alter! Lass mich! Yo! Au! Alter! Au! Junge! Ey, ist der gefährlich! Hilfe! Hilf mir! Oh, au! Wow! 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 Hilfe! Yo! Habt ihr das doch gehört? Freunde, wenn ihr einen zweiten Part haben wollt, dann würde ich sagen, lasst einen Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Achtung, ich sage es jetzt dreimal hintereinander. Gegage die Dage Dago, Gegage die Dage Dago, Gegage die Dage Dago. Alle in die Kommentare. 3, 2, 1. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eins raus und rein und ciao.